Hallo Kai. Olaf, grüß dich. Ja, lange nicht gesehen. Das stimmt. Corona macht unmöglich. Aber schön, dass du mal hier bei uns in Nordhessen in der kalten Heimat bist. Oh ja. Und wir kennen dich eigentlich ja, von vielen Veranstaltungen, von der Bühne. Wir kennen dich als Moderator von HR1. Und nun bist du in Sachen Rampensau unterwegs. Wie kommt man dazu? Ja, ich muss dazu sagen, es ist ein kleiner Kindheitstraum, den ich mir damit noch erfüllt habe. Wie vielleicht einige wissen, komme ich ja aus dem Schwäbischen, aus dem Baden-Württembergischen, eigentlich mehr aus dem württembergischen Teil. Und wenn man da die prägende Zeit so zwischen 11 und 17 Jahre erlebt hat, hat man dort auch seine erste Flasche Wein getrunken. Und als Schwabe trinkt man erstmal einen richtigen Trollinger. Ein Viertele schlotzt man da, wie man auf Schwäbisch sagt. Und da ist so sozusagen die Basis für das, was ich mir heute erfüllt habe, nämlich meinen eigenen Wein zu kreieren. Beziehungsweise ich habe ihn ja nicht wirklich kreiert, sondern ich habe mir erlaubt, auf einen Prädikatswein, ein Premiumwein vom Odenwald, von der Bergstraße, einfach mein Gesicht und meinen Namen drauf zu kleben. In der Hoffnung, dass wir vielleicht ein bisschen Werbung machen für diese wunderbaren südhessischen Weine entlang der Bergstraße, Odenwald. Das ist ja wie die Toskana Hessens. Also man muss ja gar nicht nach Italien fahren, ins Piemont oder möglicherweise noch weiter hinein ins Land. Man bleibt einfach bei uns in Südhessen hängen und hat gleich tolle Weine vor der Haustür. Ja, Rampensau ist natürlich ein toller Name für Wein. Ja. Ich meine, für einen Künstler, das kann man mal so nachvollziehen. Ja. Wie kommt der Wein zu dem Namen? Ja, ich saß da vor 2 Monaten über einem leeren Blatt zu Hause mit meiner Frau und wir haben überlegt, wenn wir schon dem Baby einen Namen geben müssen, wir haben 2 wunderbare Kinder, da waren diese tollen Jung- und Mädchennamen waren ja schon mal raus, wollten wir natürlich irgendwie einen Namen finden, der das symbolisiert und charakterisiert, was ich eigentlich bin und wo ich mich eigentlich auch sehe in Hessen. Und da ich sehr, sehr gerne in Berlin auf der Grünen Woche für das Land Hessen auf der Bühne stand oder hoffentlich bald wieder stehen kann und auch auf der Land und Genuss in Frankfurt, auch einer Genussmesse, war mir eigentlich sofort klar, der Völker hat das Label, das ist eine alte Rampensau, der will raus, der will nach vorne, der will die Kochshow machen, der will den Basdorfer Schinken da richtig runterschneiden, diesen Pata Negra hier oben aus dem wunderschönen nordhessischen Föhl. Und ich habe einfach Lust gehabt, dem Ganzen den Namen zu geben, wofür ich eigentlich stehe. Und da bleibt eigentlich nur noch die Rampensau übrig. Man hätte auch den Versprecher nehmen können. Das ist der Wein, der das verspricht, was drin ist. Aber Versprecher hat bei uns so einen negativen Touch im Radio. Wenn man sich verspricht, dann ist das manchmal ein bisschen peinlich oder ulkig, je nachdem. Jetzt bist du selbst kein Winzer. Das heißt, du hast keine Weinstöcke auf dem Balkon oder Nein. im Vorgarten. Wo kommt der Wein her? Ja, der Wein kommt tatsächlich aus Südhessen, aus einer Weingegend, die sehr viel Sonnenlicht abbekommt und in Rufweite eigentlich vieler guter Weinlagen ist. Also wir haben die Pfalz in der Nähe, wir haben den Rheingau in Hessen, aber wir haben natürlich auch die wunderbaren edlen Weine am Fuße des Odenwaldes, also sprich in Umst. Man sagt Umst wohl in Groß-Umstadt. Das ist bei Dieburg, also in der Nähe von Darmstadt. Da haben Winzerinnen und Winzer tolle Anbaugebiete, die ich mir selber angeguckt habe. Und jeder hat natürlich so sein Favorite. Und da wir nicht gleich in das knallharte Riesling-Geschäft einsteigen wollten, weil der Riesling ist doch sehr umkämpft im Rhein-Main-Gebiet und vor allem im Rheingau und im Rheinhessischen drüben auf rheinland-pfälzischer Seite, haben wir gesagt, okay, wir gehen erstmal in die zweite Reihe und fangen mal mit einem Grauburgunder an. Und dieser Grauburgunder kommt jetzt direkt aus Groß-Umstadt, ist Spätlese trocken, ist ein ganz feiner, ein ganz milder Wein, eigentlich ein richtiger toller Sommerwein, für besondere Anlässe, also für ein besonderes Spargelessen oder wenn Sie Gäste eingeladen haben, wenn Sie sagen, wir machen heute mal alles rund um die Erdbeere oder wir machen einen tollen Nachmittag mit verschiedenen Früchten, Aufstrichen von hier aus der Gegend, dann passt dieser Wein hervorragend. Also es ist ein Wein direkt aus Groß-Umstadt. Das ist ein Genossenschaftswein? Genau, das ist ein Genossenschaftswein. In der Genossenschaft sind, glaube ich, 52 Weingüter zusammengefasst und der Geschäftsführer, der Oliver Schröbel, ein guter Freund von mir, der hat gesagt, komm, lass es uns jetzt mal machen. Wir haben da vor 1,5 Jahren drüber bei Curry 36 am Zoo in Berlin nachts um 12:30 bei einer Currywurst mal
Flusen im Kopf gehabt und haben einfach mal so rumgesponnen, was müsste ich denn machen, wenn ich einen Wein rausbringen wollen würde. Olli, dann sagte er, komm, iss mal noch eine zweite Wurst und trinken wir noch ein Bier und dann erzähle ich dir mal, wie das funktioniert. Und so kam das eigentlich, dass wir über eine Laune, über eine Idee, wie kriegt man den Moderator von der Bühne, der ja für hessische Regionalität steht, wie kriegen wir denn den auf die Produkte? Und warum sollte er nicht als Genussbotschafter durch Hessen fahren? Und das mache ich jetzt seit genau einer Woche und habe von meinem Bestand, von den ersten 1000 Flaschen, 250 Flaschen schon an die Frau und an den Mann gebracht. Ja, apropos an die Frau, an den Mann. Wo kann man den Wein beziehen denn? Ja. Ich gehe nicht davon aus, dass der Moderator Kai Kölfer in Zukunft durch die Lande tingelt mit dem Wein im Kofferraum. Kommt immer auf den Genussgutschein am Zielort an, würde ich mal sagen. Also Verköstigung bei mir geht immer. Also ich komme auch gerne einfach nur so vorbei auf einen edlen Tropfen oder dass man sagt, komm, wir machen mal eine Autogrammstunde oder lass ein paar Leute drumherum stehen, die können dann mal fragen, wie es beim Hessischen Rundfunk, bei HR1 so läuft. Das ist auch möglich. Dass das natürlich jetzt nicht das Hauptgeschäft ist, das wissen wir alle. Heute in Zeiten der Pandemie bestellt alles online. Deswegen haben wir gesagt, wir nehmen den Wein, auch die Rampensau, in das Sortiment der Winzergenossenschaft im Odenwald mit auf. Und man kann ihn sich online nach Hause bestellen, kostet dann allerdings einen Ticken mehr, als wenn ich ihn persönlich vorbeibringen würde. Also man muss dann natürlich das Porto draufrechnen, aber ich glaube, ab der 13. Flasche, sprich ab dem dritten Karton, ist der Versand kostenlos. Wobei, wir kennen uns ja lang genug, deswegen sei das offene Wort gestattet. Ein Abend mit dir muss auch nicht unbedingt billig werden. Aber interessant. Vor allem wird er lange dauern, hoffentlich. Nein. Die Homepage von der Winzergenossenschaft, ja. Zugelegt. Absolut, das ist das wunderbare Vinum aut Mundus. Also das ist die Adresse www.vinum-autmundus.de. Eine wunderbare, in Weinrot gehaltene Internetseite. Man findet sich sofort in der Vinothek wieder. Man hat den Online-Shop vor Augen. Man sieht die Genossenschaft sich aufgesplittet. Also welche Winzerinnen und Winzer gehören mit dazu? Welches Weingut ist mit dabei? Und man kann sofort seine Bestellung abschicken. Wunderbar. Kai, vielen Dank. Sehr gerne. Danke für die Werbung. Und ja, gerne. Wir trinken einen Schluck jetzt, oder? Wir werden den Wein jetzt verkosten. Unbedingt. Komm, ich mach mal die erste Flasche hier auf. Damit du hier nicht auf dem Trockenen nach Hause gehst. Guck mal, was er für eine tolle Farbe hat hier im Sonnenschein heute. Ein Grauburgunder. Sehr mild, sehr fein, sehr bekömmlich, wenig Säure. Aber er muss sehr kalt sein. Er ist ein Ticken zu warm jetzt hier auf dem Tisch. Aber Olaf, so wie ich dich kenne, ist es egal, oder? So. Zum Wohl. Riechen. Farbe und schmecken. Ein Traum zum Muttertag, Hochzeitstag, Scheidung, was auch immer. Können Sie sich wirklich aussuchen. Aber das ist ein tolles Geschenk, auf jeden Fall. Ja, ab heute im Früchtegarten am Edersee die Rampensau von Kai Völker. Eine trockene Spätlese, ein Grauburgunder aus dem Hause Vinum aut Mundus. Das Beste, was Waldeck-Frankenberg zu bieten hat. Das Beste, was Waldeck-Frankenberg zu bieten hat. Eder Dampfradio. Eder Dampfradio.